Hallo, liebe Freunde. Wir sind wieder da. Hab heute sogar ein kleines Hundchen mit dabei. Das ist mein kleiner Jackie. Und ich liebe Hunde sehr. Und heute würde ich euch gerne mal meine Top 10 Hunderassen vorstellen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Und wenn ihr ebenfalls einen von diesen Hunden nämlich habt, ihr werdet sie ja gleich sehen, dann schreibt das in die Kommentare hinein. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da oder sogar ein Abo. Viel Spaß mit. Auf Platz 10 steht bei mir der Chow Chow. Was bei diesen Hunden vor allem mag, ist, dass sie vor allem so wuschelig sind. Die haben auch ein sehr langes Fell, weil die brauchen ja auch viel Fellpflege und alles. Aber sie haben auch diese blaue Zunge. Und das finde ich vor allem bei diesen Hunden total cool. Und das ist auch eine der ältesten Hunderasse, der hat es schon vor 2000 Jahren schon gegeben, habe ich mal gelesen. Also der Chow Chow hat schon eine ganz große Geschichte hinter sich. Auf Platz 9 steht bei mir der Labrador. In der Regel sind das sehr gute Familienhunde, aber sie werden auch häufig als Blindenführhunde eingesetzt. Sie sind relativ groß und sie haben auch eine sehr hohe Lebenserwartung, wenn man es mit anderen Hunden dieser Größe vergleicht. Weil 75% aller Labradors werden älter als 10 Jahre. Auch die kleinste Hunderasse, die es gibt, oder einer der kleinsten, mag ich sehr besonders, ist nämlich der Chihuahua. Das sind kleine Clevers und sie haben auch immer große Klappen, weil sie mal denken, wie groß die sind. Aber ich mag vor allem die Kurzhaar, aber auch die Langhaar-Version mag ich von denen. Und die sind auch ganz schön frech, wenn man sie hat. Ich habe zwar keine, aber ich habe die schon gesehen und die sind häufig nicht ohne, vor allem mit gegenüber Großhunden, die kläffen ja alles an. Auf Platz 7 ist der Rottweiler. Ich mag die zwar, aber ich würde mir jetzt nicht unbedingt eins anschaffen wollen, weil mit Rottweiler hat man häufig Probleme, weil sie sehr dominant sind und auch sehr besitzergreifend. Und in der Regel sind sie auch relativ giftig. Ich finde diese Hunde toll. Das sind auch sehr gute Polizeihunde, aber würde mir jetzt keins anschaffen wollen. Ich persönlich jetzt. Auf Platz 6 kommt bei mir der Dobermann. Die sehen vor allem mit kopiertem Schwanz sehr gut aus. Nur das ist jetzt halt in Deutschland verboten. Und irgendwo finde ich das trotzdem gut. Die sehen zwar mit kopiertem Schwanz zwar gut aus, aber immerhin, es ist trotzdem doof, wenn man einfach die Ohren und den Schwanz abmacht. Also, so, weil das hat auch Folgen hinter sich, auch gesundheitliche Folgen bei den Tieren. Und man sollte auch ein bisschen auch auf das Wohlbefinden von den Tieren auch achten. Der Husky, vor allem der sibirische Husky, ist sehr gute Schlittenhunde, aber die sehen irgendwo auch wie Wölfe. Man kann, so viel ich weiß, auch einen Husky auch mit einem Wolf kreuzen, das geht. Oder auch einen Schäferhund mit einem Wolf, das kann man auch machen. Aber diese Hybriden sind häufig sehr aggressiv und daher ist das nicht empfehlenswert. Auf Platz 4 kommt bei mir der Bernhardiner. Das ist einer der größten Hunde, die es gibt. Die benötigen viel Fellpflege. Und das sind in der Regel auch sehr gute Familienhunde, vor allem auch sehr freundliche Hunde. Die sind genauso, kann man sagen, wie die Neufundländer. Das sind auch sehr riesengroße Hunde, die von Neufundland nämlich kommen. Aber das sind auch sehr Langhaar, aber auch total lieb. Also mit denen hat man eigentlich keine Probleme, wenn man sie ordentlich erzieht und alles natürlich. Auf Platz 3 kommt der Hotdog-Hund, also der Dackel. Wenn man immer an Hotdog denkt, dann denkt man immer an dieses kleine Wiener Würstchen. Und der Dackel sieht ja irgendwo aus wie ein kleines Würstchen irgendwie. Sieht echt aus wie ein Wiener. Da muss man eigentlich echt nur noch das Brötchen zwischenpacken. Und das würde echt ein Hotdog total ähnlich sehen. Aber das sind auch total niedliche Tiere, vor allem die Rauer-Dackels und vor allem die Wiener-Dackels. Aber die können auch relativ frech werden, wenn sie wollen. Auf Platz 2 ist der Bullterrier. Aber sie stehen auf der Liste. Wobei eine Liste normalerweise Quatsch ist, weil ein Hund verhält sich ja so, wie man den Hund erzieht. Das ist das Entscheidende bei einem Hund. Nicht die Rasse an sich. Naja, manche Hunderassen sind schon aggressiver wie andere, das stimmt schon. Die haben unterschiedliche Reitschwämme, auch die Genetik auch unterschiedlich ist und alles. Aber eine Liste zu führen, welche Hunderassen verboten sind, welche nicht, ist normalerweise Unsinn. Weil es kommt immer drauf, wie man das Tier erzieht. Weil man kann einen Bull Terrier auch zum Familienhund auch machen. Das geht auch. Und es ist auch ganz klar, wenn man sagen wir einen Hund schon von klein auf schon dazu erzieht, dass es kämpfen tut, dann wird es auch zum Kampfhund.
Aber kommt mal drauf an, wie der Mensch ihn auch erzieht. Das ist das Problem. Wenn man einen Hund zum Kampfhund macht, ist es ein Kampfhund. Aber wenn man einen Hund zum Familienhund macht, ist es ein Familienhund. Und daher finde ich diese Liste irgendwo doof. Und auch Platz 1 ist der Jack Russell Terrier. Das ist das, was ich habe. Das sind meine Lieblingshunde. Aber die machen alles kaputt. Und wenn sie keinen Hundeknochen haben, die gehen auf die Decke los, die zerbeißen alles. Das ist das Besondere bei diesen kleinen süßen Hunden. Aber dann gucken sie einfach so unschuldig an und dann, naja, okay, ist halt passiert. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal dann. Lasst eine gute Bewertung da. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.